Hallo und ein frohes neues Jahr aus dem Pferdezentrum in Stadelpaurach. Was sich im Jahr 2021 hier so tun wird, das erzählt uns Geschäftsführer Johannes Meierhofer im Interview. Was ist geplant im Jahr 2021? Ja, das Jahr 2021 wird wieder ein spannendes im Pferdezentrum Stadelpaurach. Jede Menge Veranstaltungen, die wir vorbereitet und geplant haben, für praktisch alle pferdesportlichen Disziplinen, aber natürlich auch unsere gewohnten Zucht-Highlights, die wir vorbereitet haben. Dann gibt es ein großes Programm an Investitionen, das wir im Jahr 2021 fortsetzen möchten, nach den Schwerpunkten, die wir in den vergangenen Jahren gesetzt haben. Und nicht zuletzt möchten wir mit einer intensivierten Öffentlichkeitsarbeit noch mehr Informationen an das interessierte Publikum versenden und so möglichst viele Leute dazu motivieren, die Veranstaltungen im Pferdezentrum Stadelpaurach zu besuchen. Welche Veranstaltungen sind im Jahr 2021 geplant? Ja, die Schwerpunkte liegen natürlich auf den drei Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Im Springen sind 12 Veranstaltungen in Kooperation mit Sepp Hofinger und Verena Fritsch geplant. Wir beginnen mit einer Hallenserie wie gewohnt im Februar und März, setzen dann im Juni mit einer Dreierserie an Turnieren am Europaplatz fort. Im Juli wird dann erstmals für eine Springserie die neue Waldarena verwendet und in den Herbst-Winter haben wir dann abermals eine Serie an Hallenturnieren vorbereitet. In der Dressur gibt es einige Highlights im Jahr 2021. Es sind 8 Dressurturniere in Planung. Es wird im Mai die zweite Sichtung für internationale Starts für die österreichischen Reiter im Pferdezentrum Stadelpaurach veranstaltet. Und es gibt im Juli die Bundesländermannschaftsmeisterschaften in der Dressur hier bei uns im Pferdezentrum. Die Vielseitigkeit ist ein Schwerpunkt im Pferdezentrum Stadelpaurach. Hier sind 2 Turniere im April und im September neben einer ganzen Reihe an Kursen und Trainings in Vorbereitung. Und hier werden natürlich dann schon die neuen Hindernisse, die im Jahr 2020 und jetzt in der Wintersaison vorbereitet wurden, zum Einsatz kommen. Das heißt, die Geländestrecke im Pferdezentrum ist in einer ständigen Entwicklung und auch im heurigen Jahr wird es hier jede Menge Adaptierungen geben, die unser Geländechef Oberstleutnant Roland Pulsinger vorbereitet hat. Es ist natürlich so, dass wir auch die kleineren pferdesportlichen Disziplinen bedienen. Es wird in Zusammenarbeit mit Adi Lepka und dem Polizeisportverein Linz wieder ein Working Equitation Turnier bei uns stattfinden. Verena Eichhorn und ihr Team wird mit uns gemeinsam Mounted Games Veranstaltungen durchführen. Toni Ament wird die bekannte und beliebte Hallentrip-Trophy auch im Jahr 2021 Anfang März organisieren. Also auch es ist für die meisten Pferdesportler ein Angebot bei uns dabei und darauf sind wir auch recht stolz, dass wir diese Breite des Pferdesports hier im Pferdezentrum Stadelpaurach abbilden können. Zwei Highlights haben wir, die weit über die Grenzen Österreichs hinausstrahlen werden. Auch bei allen anderen Turnieren werden jede Menge internationale Gäste erwartet. Aber beim Paralympischen Dressurturnier, das in Kooperation mit Thomas Haller Mitte Mai durchgeführt wird, und beim Haflinger Europachampionat sind Gäste aus bis zu 15 Nationen am Start. Also das sind sicher die internationalen Highlights, die im Jahr 2021 auf das interessierte Publikum und engagierte Teilnehmer warten wird. Beim Haflinger Europachampionat freut es uns sehr, dass die HBZSV, der Welthaflingerverband, sich zum 4. Mal entschlossen hat, diese Veranstaltung im Pferdezentrum durchzuführen, weil die umfangreiche Infrastruktur, die wir bieten können, nahezu ideal ist für die Durchführung einer solchen Veranstaltung. Ich darf in Erinnerung rufen, dass an diesem Wochenende alle pferdesportlichen Disziplinen, die mit Haflinger Pferden ausgeübt werden, zur Durchführung kommen. Das ist von Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren, auch die Westernbewerbe und etliche Zuchtbewerbe, die hier durchgeführt werden. Also ein ganz, ganz breites Programm, das sicher wieder tausende Besucher nach Stadelpaurach locken wird und sicher das Jahreshighlight 2021 sein wird. Diese Kombination aus Zucht- und Sportveranstaltungen
die beim Haflinger-Europa-Championat natürlich ganz eindrücklich der Fall ist, wird es in vielfältiger Form auch darüber hinaus noch geben. Wir haben es uns ja schon seit Jahren zum Ziel gesetzt, Zucht- und Sportveranstaltungen zusammenzuführen, erfolgreiche österreichische Züchter mit engagierten Reitern zusammenzubringen, um möglichst vielen Reitern die österreichischen Zuchtprodukte schmackhaft zu machen. Und dieser Schwerpunkt wird auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Also es wird bei ganz vielen Zuchtveranstaltungen kombiniert auch Sportveranstaltungen der jeweiligen Rassen geben. Apropos Zucht, was sind im Jahr 2021 sonst noch an Zuchtveranstaltungen geplant? Ja, das sind die Klassiker, Körungen, Bundeschampionate, Reitpferdeschampionate, Fohlenschampionate. Beginnen werden wir wie gewohnt Anfang Februar mit der Haflinger Hengstkörung, gefolgt von den AWÖ Hengsttagen. Hier zeichnet sich ein Teilnehmerrekord an Hengsten ab. Im Sommer werden die Veranstaltungen des Oberösterreichischen Landespferdezuchtverbandes durchgeführt, von den Stutbuchaufnahmen beginnend über die Reitpferdeschampionate und Fohlenschampionate im August. Und im September beginnen wir dann mit der Norica-Hengstkörung, sicher ein Highlight für die Norica-Liebhaber, gefolgt vom Haflinger Bundeschampionat und dem AWÖ-Bundeschampionat. Und den Schluss der Zuchtveranstaltungen macht dann das Norica-Reitpferdechampionat Anfang Oktober. Zu erwähnen ist noch, dass natürlich auch das volle Programm an Hengst- und Stutleistungsprüfungen im Jahr 2021 durch den Leistungsprüfungsstall durchgeführt wird. Wir hatten im Jahr 2020 einen Teilnehmerrekord an diesen Leistungsprüfungen und sind auch zuversichtlich, dass dieser Trend, sein Zuchtprodukt prüfen zu lassen, auch im Jahr 2021 fortgesetzt wird. Das Interesse der Züchterschaft ist groß. Das freut uns sehr und es freut uns auch, dass dieses Vertrauen in unser Ausbildungsteam da ist, die Pferde hier bei uns in Stadlbaurer prüfen zu lassen. Immer mehr ausländische Beschicker senden ihre Hengste und Stuten nach Stadlbaurer. Auch das ist ein Beweis, dass im TÜV-zertifizierten Ausbildungsstall ein großes Vertrauen in die Mannschaft herrscht. Welche Kurse, Seminare und Trainings sind für das Jahr 2021 geplant? Abgerundet zu den Turnieren und zu den Zuchtveranstaltungen gibt es ein ganz breites Programm an Möglichkeiten, sich im Österreichischen Pferdezentrum fortzubilden. Sei es bei Kadertrainings, die vom Österreichischen Pferdesportverband bei uns hier in Stadlbaurer durchgeführt werden, sei es bei Kursen, die das LFI Oberösterreich im Pferdezentrum durchführt oder einem Fortbildungsangebot, das wir selber im Pferdezentrum auflegen. Zunutze machen wir uns natürlich das neue, moderne Veranstaltungszentrum in der alten Kaserne. Die Räumlichkeiten der Landesausstellung 2016 wurden im letzten Jahr vollständig erneuert. Es ist ein hochmoderner Seminarbereich und Veranstaltungsbereich entstanden, in dem für alle Pferdeinteressierten ein umfangreiches Angebot geboten wird. Aber welche Angebote wird es für die nicht reitende Bevölkerung geben? Ganz wichtig ist uns, dass das Pferdezentrum Stadlbaurer ein Zentrum für alle Menschen ist, also auch diejenigen, die das Glück noch nicht erfahren haben, auf einem Pferd zu sitzen oder mit einem Pferd in der Kutsche zu fahren. Das heißt, das Angebot für die nicht reitende Bevölkerung wird intensiviert. Das Pferdezentrum Stadlbaurer ist ein Kulturgut, das auch den nicht reitenden Menschen zugänglich gemacht werden soll. Glücklicherweise ist im Jahr 2018 der Freundeskreis des Pferdezentrums unter der Obmannschaft von Präsident Jakob Auer installiert worden, der sich unter anderem auch zur Aufgabe gemacht hat, diese nicht reitende Bevölkerung mit spezifischen Angeboten ins Pferdezentrum zu locken, um sie natürlich in einem weiteren Schritt dann auch von den Pferden zu begeistern. Und ganz in diesem Sinn gibt es ein breites Angebot, das wir im Jahr 2021 nach der Pause, die wir Corona-bedingt machen mussten, jetzt dann auch wirklich wieder umsetzen können. Beginnend mit dem Ostermarkt am Palmsonntagswochenende über Oldtimer-Treffen, Oktoberfest, Konzerten gibt es hier die Planungen für ein vielfältiges Angebot, das für die Region und hoffentlich auch weit darüber hinaus strahlend Leute ins Pferdezentrum locken wird können. Und ganz generell haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mit einem völlig neuen Konzept die nicht reitende Bevölkerung von der Faszination der Pferde hier im Pferdezentrum Stadlbaurer zu begeistern.
Im Laufe des Jahres werden wir hierzu noch weitere Informationen über diese Erlebniswelt Pferd, die in Planung ist, veröffentlichen. Es sind ja im letzten Jahr umfangreiche Investitionen schon passiert. Was ist da für das Jahr 2021 geplant? Nachdem wir in den beiden letzten Jahren intensiv in die Reitflächen investiert haben, wo wir jetzt topmoderne Infrastruktur auf internationalem Niveau anbieten können, liegt der Schwerpunkt der aktuellen Investitionen ganz in der Besucherzufriedenheit. In den nächsten Wochen wird das neue Restaurant in der Karl-Bauer-Halle fertiggestellt, wo komfortabel in beheizten Räumlichkeiten in Zukunft den Top-Veranstaltungen in unserer großen Veranstaltungshalle gefolgt werden kann. In weiterer Folge wird dann im Frühjahr eine große Terrasse am Europaplatz errichtet, wo einerseits ein Schlechtwetter-Zuschauerbereich entsteht, andererseits auf dieser Sommerterrasse dann bei schönem Wetter der herrliche Europaplatz bestens in Augenschein genommen werden kann. Und last but not least wird in der Waldarena eine Terrassenanlage und Sanitäreinrichtungen installiert, um auch dort optimale Bedingungen für die Zuschauer zu schaffen. Das ist einer der Schwerpunkte, den wir uns gesetzt haben. In Vorbereitung sind verschiedene andere Investitionen, die hoffentlich im Laufe des Jahres dann auch begonnen werden können. Das ist einerseits eine Fixboxenanlage im Eichelfeld. Wir wollen, dass auch unsere vierbeinigen Gäste optimale Unterkünfte vorfinden werden. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, diese Investition zu tätigen. Es wird fortgesetzt, die Investition ins Tierwohl. Wir haben ja im Jahr 2020 den Schulstall des Pferdezentrums saniert, wunderschöne, helle, neue Boxen einbauen können, großzügige Bewegungsflächen im Innenhof des Vierkanters errichtet, und ganz in diesem Sinn werden jetzt Schritt für Schritt auch die restlichen Stalltrakte adaptiert, um den Pferden optimale Unterkünfte zu bieten. Das Pferdezentrum tritt ja auf den verschiedenen Plattformen auch jetzt immer mehr nach außen. Was kann man darüber noch sagen? Es ist uns ganz wichtig, dass wir die Veranstaltungen, die Aktivitäten, die Schwerpunkte, die wir im Pferdezentrum setzen, auch einem breiten Publikum zugänglich machen. Aus diesem Grund ist ja schon in den letzten Jahren sehr viel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit passiert, und diesen Schwerpunkt möchten wir auch im Jahr 2021 fortsetzen. Über den Winter haben wir unsere Videoserie Pferdezentrums TV ins Leben gerufen, um mit Bewegtbildern den Alltag des Pferdezentrums einfangen zu können. Das ist uns ein ganz wesentliches Anliegen, dass der Einblick in unsere tägliche Arbeit möglichst ungefiltert hier passieren kann. Und ganz in diesem Sinne werden wir im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auch in den nächsten Monaten weiterarbeiten, um möglichst vielen Menschen die Veranstaltungen, die Aktivitäten im Pferdezentrum schmackhaft zu machen und sie damit dann natürlich schlussendlich auch ins Pferdezentrum zu locken. Wir sind ganz froh und mutig, dass nach diesem schwierigen Jahr 2020, wo wir zwar Teilnehmerrekorde hatten, aber all diese Veranstaltungen oder die meisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden mussten, Corona-bedingt, das Jahr 2021 zumindest im Verlauf sich dann wieder normalisieren wird. Und wir unsere Veranstaltungen, die tollen Pferde, die im Pferdezentrum Stadlbauer präsentiert werden, dann auch wieder mit Publikum präsentieren werden und nicht nur im Livestream, wie wir das Gott sei Dank in Kooperation mit Clip My Horse ja im Jahr 2020 schon intensiviert haben. Das Pferdezentrum Stadlbauer ist von jeher Kristallisationspunkt der österreichischen Pferdewirtschaft. Das soll es auch sein. Das ist das Ziel der Gründer dieser Anstalt gewesen. Und ich denke, dass wir im Jahr 2021 diesem Schritt, Kompetenzzentrum für die Pferdewirtschaft zu sein, wieder einen Schritt näher gekommen sind. Das ist Ziel unserer Arbeit. Da bitten wir um die Unterstützung aller, die in der Pferdewirtschaft aktiv sind. Denn nur so ist es möglich, dass wir dieses wunderbare Kulturgut, diese Einrichtung im Herzen Österreichs weiterentwickeln können und möglichst allen Pferdeliebhabern ein attraktives Angebot bieten können. In diesem Sinne hoffe ich auf viele Begegnungen im Pferdezentrum Stadlbauer im Jahr 2021. Sprechen Sie uns an, erzählen Sie uns, was Ihnen gefällt, und erzählen Sie uns auch, was Ihnen nicht gefällt. Denn genau das ist die Basis, die Grundlage,
dessen, was unsere Arbeit ausmacht. Wir haben im Jahr 2020 eine groß angelegte Studie zum Thema Zufriedenheit mit den Angeboten im Pferdezentrum gemacht. Wir haben uns unglaublich darüber gefreut, dass weit über 90% unserer Kunden und Gäste mit unserem Angebot sehr zufrieden sind. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es noch Leute gibt, die noch nicht hundertprozentig begeistert sind. Und genau daran werden wir auch im Jahr 2021 arbeiten, dass die Zufriedenheit, die Begeisterung mit dem Pferdezentrum stetig wächst.